Wir sind hier im Reittherapiezentrum der Lebenshilfe und wir haben eine Kooperation mit der Frühförderstelle. Circa dreimal in der Woche mit Kindern, einzeln mit einer Therapeutin oder halt auch mit Gruppen. Und ja, hier kann man ganz, ganz viel entdecken und erleben. Es fängt an, dass man einfach die Pferde nur ein bisschen streichelt oder ja, auch ein bisschen bei der Stallarbeit hilft. Also die Kinder sind da sehr engagiert und fleißig beim Ausmisten. Das Reiten hat ganz, ganz viele tolle Aspekte. Die Kinder aus der Frühförderung lernen hier unglaublich viel in allen Bereichen. Also ja, zum Beispiel in den motorischen Bereichen. Ja, wenn die Pferde bürsten oder helfen, die Hufe auszukratzen. Dass ein Pferd denen eben gehorcht oder folgt, das ist ja auch schon eine große Sache, dass eben ein Tier, ein größeres Tier, einem kleinen Kind folgt. Dann natürlich auch im Sozialbereich, dass die Kinder sich gegenseitig absprechen müssen, wer macht was, was passiert zuerst. Sie müssen sich auch kontrollieren, sie dürfen nicht durch die Gegend rennen. Und dann natürlich auch beim Reiten. Diese Körperkontrolle, Körperwahrnehmung, Körpergefühl. Es ist wirklich wunderbar, also was das Reiten alles machen kann. Und die Kinder sind so glücklich und freuen sich und möchten am liebsten gar nicht mehr nach Hause. Wir haben schon öfter festgestellt, dass bei unseren Kindergeburtstagen, wo wir ganz viele verschiedene Aktionen haben, also Spiele, Eierlaufen mit dem Pferd, Sackhüpfen und so weiter, dass wir da die Pferde auch angemalt haben. Und so angemalt sind wir dann mit den Pferden auch geritten. Und das war so schön zu sehen, wie die Kinder einfach so Freude daran hatten, die Pferde bunt anzumalen, dass ja, ich das ein super Projekt finde, dass eben jetzt diese großen Kunstpferde dann auch von den Kindern gestaltet werden konnten. Und dann ist eben in die Idee entstanden, das auszuweiten und dass wir 10 Pferde malen sollen, um dadurch dem Therapiezentrum eine Spende oder Spenden zukommen zu lassen. Bei diesem Projekt, wo es jetzt nicht nur um das Malen von Bildern geht, sondern das dreidimensionale Malen, das Anmalen von den Pferden, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, wirklich große Tiere, Pferde anzumalen, dass wir da diese Botschaft, eine Botschaft senden, dass das diese Malerei haben sollte, eben gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, für Inklusion, für diese Werte, für die die Lebenshilfe vor allem steht, dass wir die umsetzen. Und das haben wir versucht zu erreichen mit den kleinsten Kindern hier bei uns in der Frühförderung. Wir haben mit dem Pferd ein Action-Dam gemacht. Da kann man sogar reingucken, das ist ein Spiegel. Ich nehme eigentlich immer die Farbe dunkelblau, wenn ich ein Pferd male. In einer inklusiven Kindertagesstätte, aber auch in einer Schule, in einer Klasse mit 22 Schülern, die alle einen Migrationshintergrund haben, wo kein einziger deutscher Schüler ist, die wir auch gebeten haben, nach ihren Vorstellungen diese Tiere, nach ihren Ideen zu malen. Wer sich schon immer mal den Traum von einem echten Pferd erfüllen wollte, hat jetzt die Gelegenheit, sogar in schön bunt. Also macht mit und holt euch so ein wunderschönes Pferd von der Lebenshilfe. Und?